Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Wir sind nach New York geflogen. Im Hostel angekommen, öffnet das Känguru seinen Koffer. Auf einem Haufen Unordnung liegt ein Zettel. Darauf steht: Ihr Gepäck erregte Verdacht und wurde deshalb aus Sicherheitsgründen geöffnet. Your suitcase aroused suspicion and was therefore opened for security purposes. Schräg, sage ich und nehme den Zettel. Wenn ich mal wieder eine Band zusammenbringe, nenne ich sie Marc-Uwe and Suspicious Suitcases. Ja, ja, sagt das Känguru. Und wenn's morgen Puderzucker schneit, kann man die Krapfen zum Fenster raushalten. Was? Und wenn du mal einen Fastfood-Laden aufmachst, kannst du ihn Burger Kling nennen. Hast du gewusst, dass die unsere Koffer durchwühlen und danach sogar Liebesbriefe schreiben? Das Känguru nickt bedächtig. Ja, darauf war ich vorbereitet. Es öffnet meinen Koffer. Auch darin liegt auf den zerwühlten Sachen ein großer Zettel. Ich nehme ihn heraus und lese in der Handschrift des Kängurus: Who that reads is an idiot. Es lächelt triumphierend. Ich drehe den Zettel um. Hinten hat jemand draufgeschrieben: Who that wrote can't English. Da soll noch mal einer sagen, Grenzbeamte hätten keinen Humor, sage ich. Unzählige weitere Botschaften an das Grenzpersonal sind in meinem Koffer versteckt. Wahllos greift das Känguru ein paar Zettel heraus und liest sie vor. You never were on the moon. It was only a TV studio. The American dream has become a blowjob in a pickup truck. Somewhere close to the dirty underwear is a copy of 1984. Why don't you read that? Ich nehme dem Känguru den Zettel ab. Hinten steht drauf: We have read it years ago. We're working on it. Ich werfe die restlichen Zettel zurück in den Koffer. Dass ich die Nachrichten in deinen Koffer getan habe, war okay, oder? Fragt das Känguru. Das erklärt einiges, sage ich. Und ich glaubte, ich hätte Pech gehabt, wäre in eine zufällige, verdachtsunabhängige Kontrolle geraten. Ich dachte halt, ich selber hätte wegen der gefälschten Papiere bestimmt auch so schon genug Stress beim Einreisen und deswegen wäre es so besser. Ein aus deiner Perspektive total nachvollziehbarer Gedankengang. Schön, dass wir einer Meinung sind. Da hast du mich falsch verstanden. Aber sag mal, wo du dir so viel Mühe gegeben hast, da wäre es ja fast ärgerlich gewesen, wenn sie meinen Koffer gar nicht durchwühlt hätten. Oh, dafür habe ich schon Sorge getragen, sagt das Känguru und wirft die Wäsche aus dem Koffer. Es hat das Stromkabel meines Notebooks zu Buchstaben drapiert. Diese bilden zwei Wörter: Bomb Inside.